Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mad Max. So, wir sind ja immer noch auf Schrottsuche, alias noch ein bisschen was kaputt machen, Bedrohungsstufe senken. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auch mal ein bisschen Böses anrichten. Ja, da hinten kommen wir noch hin, aber da gehe ich später hin. Ah, die soll doch mal kommen hier. Oh, 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 oh. Was war das denn? So, auf deinen Tank können wir doch hinten schießen, oder? Noch nicht ganz. Na, warte. Aua, 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 aua. So, jetzt haben wir ihn noch. Gut, hier schieben wir auch noch mal was weg. Erwischt. Er hat gar keinen Tank hinten drauf, wa? Wow. Na, warte du. Jetzt versucht er auch noch abzuhauen. Hier wird nicht abgehauen. Todesfahrt? Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht zur Todesfahrt. Ich wollte den jetzt hier nochmal wegfahren. Der hat mich geärgert, Mami. So. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier ist jetzt noch was ich außer Gefecht setzen muss. War doch ein Sniper, oder? Es war ein Sniper. Gut, dann können wir gleich zum nächsten Sniper rüber. Überleg's dir, Kollege. Ich klau dir das Reifelchen. Kann doch hier nicht jeden Käse mitmachen. So, da ist der Sniper. Hoppala, dreh nicht so viel. So. Den haben wir auch. Ansonsten haben wir jetzt hier nur noch Minenfeld, Todesfahrt. Das heißt, ich würde jetzt hier schon zur Festung durchdüsen. Mit einem brennenden Motor. Aber egal, dann hält das Auto aus. Hoffe ich mal. Genau, Freiheit! Für die Freiheit! So, einmal kurz hier durchdüsen. Und dann gucken wir mal, wie viel Schrott wir dann uns in der nächsten Festung jetzt hier ergattern können. Auf jeden Fall 200 passiv. Hm. So, mit dem waren wir ja schon. Der Tower ist gar nicht aktiv. Hier ist auch fast gar nichts aktiv. So, dann ziehen wir doch mal hier mal kurz das Ding da weg. Weil wir es können. Ob der Tor stark ist, das werden wir gleich sehen. So stark ist es nicht. So, dann einmal kurz. Du kannst Auto machen. Und ich schau mal, was wir hier Schönes haben. Na komm. Da schmeißt einer mit Explosivzeug. Na denn. Prügel ich dir das doch mal raus. So. Zack und weg. Vergiss es. Und du ebenso. Na, jetzt habe ich die Wutexkurs. Na. Vergiss es. Na, jetzt haut er mich von hinten.
Vergiss es, du kriegst jetzt auch erstmal ordentlich was ab hier. Nun mischt euch doch nicht alle gleichzeitig ein. Na, jetzt lass es doch mal. So, und du auch nochmal und tschüss. Gut, dann einmal kurz ein Schlückchen trinken. Jetzt können wir hier auch den Rest mitnehmen. So, da haben wir auch nochmal was liegen. Da haben wir auch was liegen. Hauptsache, es gibt Schrott. So, ne, Messerchen sind ja voll. Gut, dann gucken wir erstmal hier rein. Tut mir leid, Kollege. Ah, da kam ich zu langsam. Na. Jetzt hör doch mal auf beide hier, ne? Immer wenn ich mit dem einen fighte, kommt der andere an hier. Ist ja schlimm mit euch. Tschüss. So, jetzt bis alleine. Selber schuld. So, einmal kurz nachladen. Einmal kurz was trinken. Schon besser. So, was haben wir denn da jetzt? Ich habe schon gesehen, da oben ist was, was wir haben wollen. Was haben wir denn hier? Hier liegt wenigstens das erste Mal Schrott. Wunderbar. Na, da oben drauf. Da komme ich von hier aus gar nicht an. Schade. Dann gucken wir gleich mal. Da liegt noch ein Messer. Alter, wie viele Messer hier rumliegen. Der Wahnsinn. Und ich habe hier schon gesehen, in der Ecke liegt Schrott. Schrott gehört auch dazu. Da haben wir auch schon das historische Relikt. Okay. Statt bei Abend. Nummer 1 von 4. Jetzt kommen wir doch langsam hier voran. Oh, 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 oh. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich habe es richtig gesehen. Aber ich komme von hier aus gar nicht an. Ich hier durch. Ah, hier hätte ich durchgehen können. Das ist gleich der zweite. Haben wir schon mal 2 von 4. Bin jetzt einmal schnell hier hoch. Da hinten sehe ich der dritte sogar. Mensch. Schrotze ich aber gerade zu wenig. So, die lassen wir runter. Genau wie die hier. Einmal kurz ein bisschen gegenhauen. Und dann gucken wir doch mal, dass wir hier hochkommen. So, wie komme ich denn da hinten hin? Ah, ich hätte irgendwie von der Seite ausgehen müssen. Sehe ich gerade. Na gut. Können wir ja auf dem Rückweg nochmal machen. Laufen wir erstmal jetzt hoch. Echt schon wieder ein Messer. So. Wenn ich so viele Messer kriege, ne? Dann nutzen wir doch mal die Messerpower. So, laufe ich nochmal schnell zurück. Hol mir das Messer. Wenn schon, denn schon. No. Nochmal Schrott. Sehr nett. Ja, hier liegt auch nochmal Schrott. Auch sehr schön. Nehmen wir mit. Hier können wir nochmal Wasser auffüllen. Warum denn nicht? Ist doch schnell voll unser Wasser. Hier können wir nach unten. Na, nach unten wollen wir aber noch nicht. Ah, hier komme ich direkt darunter. Ne, es ist doch optimal. Können wir noch was aufbrechen? Hey, das vorletzte Zeichen.
Ne, geht ja heute mit den Zeichen richtig zügig. Das ist doch Wahnsinn. So, hier gleich das nächste. Bereits mal Schrott. Haben wir hier nichts mehr, dann gehen wir weiter hoch. Dann gucken wir doch mal, was wir hier so Schönes haben. No! You don't come here! Not here! This is my place! You! You're just a friggity man! You're just dead meat! Naja, ob's dein Heim ist, das wollen wir ja mal sehen. Krieg ich gleich eine Waffe hier zu Anfang? Na denn, gibt's gleich ein Messerchen. Vergiss es. Und zack, hast du das nächste Messer im Rücken. Nenne daneben. Und zack, hast du das nächste Messer im Rücken. Zwei habe ich noch. Und zack, hast noch eins drin. Ja, das ist ja hier ziemlich simpel. Ich würde sagen, das war er. Der war ja jetzt wirklich schnell, der Top Dog. Okay, gut. Top Dog haben wir. Es fehlt uns aber immer noch eine Insignie und viermal Schrott. Naja, gut. Schrott müssen wir ja noch holen. Stellen wir aber erstmal das Feuerchen aus. Ah, sieht schon gut auf. Auf 1 haben wir jetzt schon runter. Einen haben wir hier noch. So. Aber der Bosskampf war jetzt eigentlich wirklich ziemlich easy. Na, dann gehen wir mal runter hier. Viermal Schrott. Das heißt, ich muss ja unten ordentlich was übersehen haben. Dann gucken wir erstmal Seilrutsche. Liegt auch gleich zufällig Schrott? Ja, es liegt Schrott da. So, die Insignie haben wir. Noch einmal Schrott gefunden. Jetzt müssen wir uns auf die Suche begeben nach dem zweiten Paar Schrott. Sie leckere Maden? Nee. Maden sind heute nicht lecker. So, hier haben wir nur Benzinkanister. Und ansonsten nichts weiter. Hab ich denn den ganzen Schrott übersehen? Wie gesagt, es fehlt ja jetzt insgesamt dreimal sogar. Ne, Kanister wollte ich eigentlich nicht. Wollte eigentlich das runterschicken. Bleiben wir erstmal... Achso, wir kommen gar nicht oben hin. Ah. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Schmeißen wir das mal kurz weg. Besser ist. Das tat ein bisschen weh. Das heißt, ich muss ja hier unten irgendwie noch ein bisschen was vergessen haben. Jetzt sehe ich, hier liegt noch mal ein Messerchen. Ah, hier war ich nicht drin. Hier haben wir noch einmal Schrott. Hier haben wir noch ein Kistchen. Mit Schrott. Wunderbar. Jetzt fehlt noch ein Schrott. Mann, ist das Schrott. Hehe. Könnte ich das denn vergessen haben? Ah, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Da ist es. Wunderbar. Zu 100% aufgelöst. Ich hätte ja jetzt eigentlich gedacht, dass das Ding hier ein bisschen länger braucht. Aber na gut. Nehmen wir uns gleich das Messerchen wieder mit. Gucken wir, dass wir hier schnell wieder hochkommen. Ja gut, da liegt noch ein Messer, aber ich habe ja 3 Stück. Dürfte eigentlich reichen. So, dann schnell wieder zum Auto. Weil dann haben wir die Ecke jetzt eigentlich soweit schon mal fertig. Na gut, dann könnten wir ja eigentlich die Todesfahrt gleich nochmal mitmachen, wa?
Warum denn nicht? Weil, wie gesagt, ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir bräuchten ein klein wenig länger. Aber die Todesfahrt ist ja gleich auf dem Weg hierhin. Da waren wir ja eben schon und haben sie kurz gesehen. Also passt das schon. Da kürzen wir auch schön ab. So wie sie es hier hört. Und da haben wir die Todesfahrt. Na, bin ich mal gespannt, wo die hinfährt. Hey. Und was wir für ein neues Auto freischalten. There, a legend in the making. Ready to dip and rip and dust the fool who'd bet against such a... Eine Fassschlacht. Mhm. Den Hardball, den haben wir schon, deswegen nehme ich den Rickel. Oder den Pickel. Alter, das sieht wirklich aus wie ein Pickel. So, nochmal eins aus dem Rennen. Oh, geh mir aus dem Licht. Das wollte ich nicht. Verdammt. Jetzt muss ich aber Gas geben. So, erstes Fass. Na komm, ach, ich habe gar keinen Boost, ich habe nichts. So, Gas geben, ob ich die nur einhole. Nein, ich habe das Fass verpasst. Oh, und der dreht wie ein LKW. Okay, das kann ich eigentlich jetzt schon knicken. Ja, ich weiß, dass ich einen Checkpoint verpasst habe. So. Kann man das neu starten? Nicht so wirklich. Wieso ist hier... Ah, deswegen. Okay. Das wird hier jetzt auch noch immer besser, aber ich bin in 20 Sekunden sowieso tot. Ich werde es nicht rechtzeitig schaffen. Alter, was ist das? Wendig, das Fahrzeug. Wir rutschen auf dem Sand ja förmlich. Aber gut zu wissen, dass ich hier springen kann. Noch nicht mal geschafft. Natürlich erneut versuchen. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht wieder ein Gegner reingedreht wird. Der auf der rechten Seite tut mir jetzt gleich nur ein bisschen leid. Wenn er keine Panzerung hat. Weil den hau ich als erstes raus. So. Ja, ich brauche ja auch ein Fass. Nein, warum hast du nicht geschossen? Jetzt komme ich nicht mehr ans blöde Fass ran. Ne, er schiebt mich jetzt. Oh, lass das. Bist du eine Nase, ey. Oh, er schiebt mich jetzt auch nochmal. Na, wartet. So, Pass habe ich. Abhauen ist hier nicht mehr. Irgendwann reicht's mir ja auch. Okay, jetzt stehen da keine Fässer mehr. Na gut. Also schnell sind wir ja auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin jetzt sogar Erster. Oh nein, das Fass hat mich richtig Zeit gekostet. Oh, nicht so viel drehen. Alter, wenn du nicht gedreht werden willst, ne? So viel haben wir nicht mehr. Hintermann kommt auch schon.
Na komm. Das wird ziemlich knapp. Dreht mich dieses blöde Fass. Dankeschön, Arsch. So. Wenigstens nehme ich den anderen noch mit. Oh. So schwer ist das Ding wohl wahrscheinlich nicht. Einmal gegen Fass gefahren und du drehst dich einmal um die eigene Achse. Eieieiei. So, ersten Hammer. Zweiten gleich mit. Dritten auch gleich, der hat mich gleich mit weggekickt. So, jetzt ist es eh nur noch einer. Na komm, rum. So, den dürften wir da auch noch hinkriegen. Wäre doch eine Schandtat, wenn wir es nicht hinkriegen. So, ich komme immer näher, wie so ein Hai. Habe ich mich selbst ausgebremst? Passt auch. Das Fass wurde zerstört. Das heißt, ich habe jetzt keine Konkurrenten mehr. Außer mich selbst. Okay, das hat gepasst. Diesmal wollte ich die Sprungchance nicht haben. So, jetzt müssen wir noch 20 Sekunden bis ins Ziel. Jetzt fliegt mir das Auto an einem Arsch weg. Ja, komm, komm, komm. 8, 7. Jawoll. Naja, Sieger, weil alle anderen konnten nicht mehr. So, halt. Bremsen. Dann laden wir gleich mal unsere Waffen wieder nach. Hauen wir gleich in die Base hinein. Wunderbar. Gut. Aber machen wir dann hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.